Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1. Und heute zu einer neuen Folge der Fußballschuh-News. Das heißt, wir schauen natürlich wieder in der Welt der Fußballschuh, was gibt's Neues. Und da hat sich die letzten Tage einiges getan. Unter anderem geht es natürlich um Neymar Junior und seinen Puma Signature Schuh und ob es hier vielleicht ein kleines Problem gibt. Außerdem haben wir sehr, sehr spannende Leaks und auch sehr, sehr spannende Fußballschuhe, die uns erwarten. Seid also auf jeden Fall gespannt. Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars jetzt in der Folge. Ich würde sagen, genug gelabert, wir starten rein. Bevor wir reinstarten, Leute, gibt es noch ein paar sehr, sehr spannende Infos, bevor wir, wie gesagt, gleich zur Folge kommen. Unter anderem, ihr habt es mitbekommen, die Black Week steht an. Sprich, wir haben für euch auch passende Fußballschuhangebote rausgesucht, findet ihr unten verlinkt. Unter anderem zu meinem Partner Damn Sports mit den Fußball-Gripsocken. Sprich, speziell für Fußballer, dass man innerhalb des Schuhs nicht rutscht und dadurch die Performance verbessert, auch Blasen verhindert und so weiter. Die sind jetzt auch bis zu 30% reduziert, die farblichen sogar noch mehr. Dazu alles natürlich unten in der Beschreibung. Und auch bei unseren Partnershops gibt es bis zu 70% auf Fußballschuhe. Also richtig, richtig, richtig kranke Deals mit am Start. Die findet ihr alle unten verlinkt. Schaut deswegen gerne mal in der Beschreibung vorbei. Da gibt es auf jeden Fall Fußballschuhe deutlich günstiger als normal. Lohnt sich also vorbeizuschauen. Und ich habe mir auch noch was Kleines gegönnt für euch da draußen. Und zwar der Neymar-Schuh kam hier raus. Ich habe mir nochmal ein zweites Exemplar gezogen. Ich zeige es euch mal. Gut verpackt. Ist nämlich auch ein sehr, sehr teurer und wertvoller Fußballschuh. Das hier ist der... Der sieht schon mal ultra heftig aus. Dazu gibt es bald mehr Infos, was vielleicht mit diesem Exemplar hier passieren wird. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit genau diesem Fußballschuh rein, den ihr gerade gesehen habt, dem Puma Future 1.4 Neymar Junior Dream Chaser. Den kennt ihr natürlich unter anderem aus unserem Review bzw. Playtest zu diesem neuen Neymar Junior Signature Schuh, den er bei der WM exklusiv spielen wird. Sehr, sehr spannender Schuh, optisch angelehnt an das Fearless Pack, also das reguläre WM Pack. Gleichzeitig aber mit goldenen Akzenten, die für, ja, bzw. Neymars größten Traum repräsentieren sollen, und zwar den WM-Pokal mit Brasilien zu gewinnen. Außerdem sehr, sehr spannende optische Details und vor allem die Sohle, diese Chromsohle, die reflektiert. Ultra heftig, also ein sehr, sehr krasser Signature-Schuh. Und den sehen wir natürlich auch am Fuß von Neymar im Training mit der brasilianischen Nationalmannschaft. Sprich, das ist natürlich sein WM-Signature-Schuh. Und ich muss ehrlich sagen, ich feiere den Schuh komplett. Finde vor allem on-feed sieht der ultra heftig aus, muss ich echt sagen. Hat Puma einen sehr, sehr geilen Job gemacht. Vor allem Neymar-Schuh immer eigentlich bisher sehr, sehr gut eingeschlagen. Aber da kam auch von euch so ein bisschen Feedback. Der eine oder andere gesagt, nee, Moment mal, mir gefällt der gar nicht. Ich finde das ein bisschen zu viel Gold. Der Übergang ist nicht sauber. Da habe ich überraschenderweise auch viel negatives Feedback gehört. Ich weiß nicht, wie ihr das sagt. Ist der Neymar-Schuh diesmal ein Fail oder sagt er es wie ich? Nein, er ist eigentlich wie immer extrem geil. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Coole Info für euch. Ihr habt es ja vielleicht schon auf Instagram gesehen, und zwar gibt es aktuell 20% Rabatt auf diesen Neymar Signature Schuh. Den limitierten Schuh haben wir für euch 20% günstiger. Nur noch einige Größen da, das heißt, seid schnell. Ich hoffe, wenn das Video online geht, ist das Ganze noch verfügbar. Findet ihr unten in der Beschreibung den Link. Dort könnt ihr nämlich dann 20% sparen mit dem Rabattcode dein-fußballschuh und bekommt den Schuh so dann 45 Euro günstiger. Das lohnt sich meiner Meinung nach enorm, vor allem, weil es ein limitierter Signature Schuh ist von Neymar. Und ihr habt den Schuh ja vorher auch gesehen. Den wird es dann auch sehr bald als Gewinnspiel auf Instagram bei dein-fußballschuh.de geben. Da solltet ihr unbedingt vorbeischauen, wenn ihr das Gewinnspiel nicht verpassen wollt, denn wir werden auch auf diesem Account in Zukunft sehr, sehr viele Gewinnspiele bringen, denn dort poste ich ja immer die aktuellen Deals oder auch Bilder, die nicht von mir stammen. Das heißt, für alle Fußballschuh-Fans, schaut dort mal vorbei. Da kommt dann in den kommenden Tagen der Neymar-Schuh als Gewinnspiel. Kommen wir zu einem weiteren extrem heftigen Drop, der mich mega überrascht hat. Und zwar die New Balance und Stone Island Kollektion mit einem limitierten Fußballschuh für Raheem Sterling. Allein die ganze Kollektion, muss ich sagen, sieht richtig heftig aus. Dieses Camouflage orientiert vom ursprünglichen Archivdesign von Stone Island. Und ich muss ehrlich sagen, das sieht schon wirklich sehr, sehr heftig aus. Vor allem das T-Shirt hat es mir mega angetan. Aber auch der Schuh finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vor allem Raheem Sterling wird diesen Fußballschuh bei der WM tragen. Also da hat New Balance dieses Jahr einige sehr, 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 sehr spannende Fußballschuhe rausgehauen. Kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr heftig, was da alles bisher dabei war. Und auch diese Kollektion, muss ich ehrlich sagen, finde ich deutlich krasser als die letzten Jahre, was da abging.
Bin mal gespannt auf euer Feedback. Aber wie gesagt, das Ganze ist limitiert, wird es dann auch bei New Balance geben. 4 Tage mittlerweile geht es los. Da gibt es die Kollektion zu kaufen, ist angeblich streng limitiert und wie gesagt auch am Fuß von Raheem Sterling und vielleicht sogar auch Saka bei der anstehenden WM. Das werden wir natürlich heute Nachmittag sehen, beziehungsweise haben wir dann heute Nachmittag gesehen, denn da hat natürlich England schon gespielt. Bin mal gespannt, was da alles noch auf uns zukommt, aber New Balance gibt auf jeden Fall Vollgas. Natürlich müssen wir auch über den Launch des neuen Lionel Messi Fußballschuhs sprechen. Hatten wir ja schon als Überraschung geteasert, dass dieser Fußballschuh endlich mal wieder sehr, sehr krass aussieht. Und das muss ich sagen, das sehe ich immer noch so. Ein sehr heftiger Adidas X Speedbottle Legenda heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es geht natürlich um seinen Legendenstatus. Und der Fußballschuh, der mir jetzt helfen soll, seinen WM-Pokal zu gewinnen und dann endgültig unsterblich zu sein und Alltitel geholt zu haben, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Sehr, sehr heftiges Design, aber auch ein sehr, sehr heftiger Preis, denn dieser Fußballschuh wird ab morgen bei Adidas als Member verfügbar sein für 350 Euro. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon ein bisschen arg happig. 350 Euro für einen Messi Signature Schuh ist auf jeden Fall ein Wort. Weiß nicht, wie ihr das seht. Wir haben für euch nochmal alle Infos zum Release im Blog runtergeschrieben, findet ihr auch unten verlinkt. Denn dieser Fußballschuh ist diesmal streng limitiert, also nicht nur limitiert, sondern streng limitiert. Und nur die Member werden Zugriff haben. Sprich, man muss sich vorher anmelden, um dann Zugriff auf diesen Release zu haben. Haben wir für euch extra schon alles rausgesucht, dass ihr alle Infos habt. Aber 350 Euro ist auf jeden Fall ein Wort, wenn auch dieser Signature-Schuh meiner Meinung nach sehr, sehr stark ist und endlich mal wieder ein krasser Lionel Messi Signature-Schuh. Bleiben wir bei PSG bzw. natürlich bei den Nationalmannschaften und zwar bei Kylian Mbappé. Der hat jetzt im Training den neuen Nike Superfly aus diesem Nike Generation Pack am Fuß, also dieses bronzene pinke Colorway. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist ja auch so ein kleiner bzw. eine Art Remake-Fußballschuh. Sehr, sehr krass zu sehen auf jeden Fall. Es ist aber für mich ein bisschen erstaunlich, dass er keinen eigenen Signature-Schuh zur WM bekommt. Zwar in letzter Zeit ja eindeutig so der Hinweis, dass eher Kylian Mbappé seine Signature-Schuhe bekommt und CR7 die zweite Geige gespielt. Sieht bei dieser WM ein bisschen anders aus, aber vielleicht kommt da noch was auf uns zu. Vorab wird er auf jeden Fall mit diesem Nike Generation Pack unterwegs sein. Auch dieses Pack kennt ihr natürlich aus unserem Account, wo wir den Schuh nochmal im Detail gezeigt haben. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil, ein sehr gelungenes Pack, kam ja auch bei euch dementsprechend gut an. Auch diesen Fußballschuh haben wir zum Teil schon 20% reduziert. Alles natürlich unten in der Beschreibung, könnt dort gerne vorbeischauen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen, dass Kylian Mbappé dieses Mal nach CR7 erst dran ist, weil für mich ist CR7 natürlich die größere Legende. Nichtsdestotrotz bin ich mir relativ sicher, falls Frankreich weit kommt, dass dann doch vielleicht noch ein Special-Schuh kommen könnte. Das werden wir natürlich hier auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1 zeigen, sobald es soweit sein sollte. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Leak. Und zwar, wir hatten in der letzten Folge, Gabriel Jesus und auch Leon Goretzka haben uns ja Einblicke gewährt in den kommenden Adidas Predator, der wohl wieder Spikes hat. Das kam aus dem Nichts, fand ich sehr, sehr spannend. Vor allem, glaube ich, auch absolut ungewollt, dass man den Schuh jetzt plötzlich so wieder sieht. Aber auf jeden Fall krass zu sehen, denn genau diese Fußballschuhe sollen ja dann auch zeitnah kommen. Jetzt haben wir weitere Leaks bekommen. Und zwar als erste Colorway zu diesem Fußballschuh in Schwarz-Pink. Finde ich auf jeden Fall recht okay. Bin jetzt kein Riesenfan. Wovon ich aber ein Riesenfan bin, ist, dass die Spikes wohl zurück sind. Zumindest in einer abgespeckten Variante, nicht mehr ganz so aggressiv wie beim Mutator oder auch beim zuletzt Freak, sondern hier so ein bisschen als Grip-Elemente, die leicht erhoben sind, aber nicht mehr krass präzise bzw. so prägnant sind. Dennoch finde ich es auf jeden Fall cool, dass Adidas den Schritt zurückgeht zu dieser Technologie und nicht dieses Zone-Skin, weil dahin benutzt das ja wirklich nicht das Beste war. Das wird auf jeden Fall dann wohl auch zeitnah soweit sein. Wir werden natürlich für euch dann diese Fußballschuhe auch zeigen, wie immer im Review, dass ihr alle Infos habt, über alles Bescheid wisst. Und auch in Ende des Jahres, also in den nächsten Wochen, kommen nochmal ein paar sehr, sehr spannende Fußballschuhe, sehr, sehr heftige, limitierte Aktionen. Seid auf jeden Fall gespannt. Habt da schon ein paar coole Einblicke bekommen. Das wird auf jeden Fall extrem heftig. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das soll es dann auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußballschuh-News gewesen sein. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben und lasst auch gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Ich versuche mir wie immer jeden Kommentar durchzulesen und ihr wisst ja auch aktuell einiges am Start, was Gewinnspiele angeht. Deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr das Ganze unterstützt. Unser Ziel sind ja die 100.000 Abonnenten. Deswegen macht ordentlich Welle. Hoffentlich schaffen wir das dieses Jahr noch. Wir sehen uns dann schon wieder im nächsten Video. Bis dahin, Leute, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und... Ciao.